Moin Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme bzw. einer neuen Folge hier bei The Hunter 2014. So, wir sind mal in einem neuen Gebiet. Nicht wundern, dass das Zelt hier schon steht. Ich habe hier nämlich mal, ich glaube, das war zwischen Folge 1 und 2, habe ich das Ding einfach mal hier hingelegt, weil ich da noch nicht so wirklich, ja, wusste, wie das funktioniert, und da wusste ich auch nicht, dass ich hier in einem falschen Gebiet bin. So, deswegen nehmen wir das Zelt mal wieder mit. Das Zelt, das ist quasi, ja, das ist so ein mobiler Einstiegspunkt. Das heißt, wenn man mal irgendwie Pause machen möchte, dann kann man das Zelt hinstellen und dann braucht man nicht immer von diesen Lodges außen hier hingehen. So, also wir sind hier. Ich mache mal gerade die Karte auf. Wie gesagt, ist die erste Aufnahme. Kann sein, dass es ein bisschen dauert. Nee, geht eigentlich recht schnell. Wir sind hier übrigens in dem White Hunting Island Hunting Reserve. Und ja, ich würde sagen, wir haben nämlich auch ein paar neue Quests dazu bekommen. Das kann ich euch mal eben sagen. Das ist einmal ein männlicher Fasan aus der Luft erlegen. Dann einen 8-Ender Maultierhirsch. Und dann noch ein verwildertes Schwein aus unter 45,7 Meter, beziehungsweise ein Weißwedelhirsch aus mindestens 47,5 Metern. Und ja, wir werden aber, denke ich mal, mit den Wapitis hier anfangen. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass ich die hier nämlich mal gesehen habe. Bei den Wapitis haben wir nämlich drei Quests. Das eine sind, dass wir drei Spuren tracken sollen, einmal einen sichten und auch noch einen erlegen. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir hier nämlich mal waren. Bei den Wapitis, das ist nämlich so ein bisschen tückisch. Die heißen tatsächlich Elk, also quasi Elch auf Englisch. Und Elche im Deutschen heißen wieder ganz anders im Englischen. Das ist immer so ein bisschen verwirrend, aber gut. So, ich würde auch sagen, so, wir nehmen natürlich erstmal die Waffen und laden die erstmal durch. Gut, und dann fangen wir einfach mal an. Und gucken so ein bisschen rum. Ich muss gerade mal kurz schauen. Wir sind ja gerade genau am Gehen. Dann ist alles gut. Und dann gucken wir einfach mal so in nördlicher Richtung. Ja, da Richtung Hochsitz gehen wir mal lang. Und dann schauen wir mal, ob wir hier etwas finden. So, der Wald, der ist gar nicht mal so dicht. Das heißt, wir sollten hier eigentlich immer ein ganz gutes Schussfeld haben. Und ja, man hört die Vögel. Es ist übrigens 7 Uhr morgens. Das soll ja eine richtig gute Zeit sein. Vor allem, es ist schon sonnig, also es ist ja nicht ganz so finster. Auch nicht, wenn man mitten im tiefsten Wald drin ist. Das sieht eigentlich alles relativ gut aus. Und ja, ich bin mal gespannt. Also wir machen es einfach von der Vorgehensweise her, so wie sonst auch. Wir werden hier erstmal gucken, ob wir hier eine Spur haben. So, da haben wir schon mal ein Geräusch. Das ist von einem Schwarzwedelhirsch. Schau ich gerade mal, Schwarzwedelhirsch. Da brauchen wir auch noch einen. Ich glaube sogar einen männlichen. Wir können ja mal kurz gucken, ob wir den nicht irgendwie angelockt bekommen. Ich schau gerade mal, was haben wir denn hier für Tröten? Fasan. Ja. Und um einen männlichen Hirsch anzulocken. So. Und dann schauen wir mal, ob wir den hier nicht in unsere Richtung gelockt bekommen. Also die Vogelgeräusche sind ziemlich authentisch. Das gefällt mir so, diese ganze Atmosphäre hier. Die Grafik ist eigentlich auch recht gut. Ich habe es zwar ein bisschen runtergedreht, damit es nicht so ruckelt, wenn ich jetzt Fraps am Aufnehmen habe, weil da hat er echt Probleme bekommen. So, da haben wir wieder ein akustisches Signal bekommen. Da würde ich sagen, antworten wir auch gleich mal wieder drauf. Und dann schauen wir mal, also der soll direkt vor uns sein. Wir können ja schon mal hier so ein bisschen schauen, ob wir da nicht irgendwie was haben. Vielleicht hier
Unten, wo es so ein bisschen runter geht gleich. Vielleicht können wir ihn dann sogar schon sehen. Ne? Ansonsten gucken wir natürlich immer hier auf unseren Hunter Mate. Da könnt ihr übrigens auch sehen am Hunter Mate, das konnte man normalerweise unten bei der Bedienung lesen. Das ist mittlerweile verpixelt, weil man halt so ein bisschen von den Texturen oder hier an den Steinen. Aber ich sag mal so, man sieht es nicht so sehr, man kann es leicht übersehen und die Performance geht da doch schon klar vorweg. Oh, guck mal. Oh. So, schauen wir mal gerade ganz kurz durchs Rohr. Ja, sieht jetzt nicht sehr männlich aus. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal kurz, ob wir da nicht vielleicht. Naja, wir sind so nah dran, das sollte eigentlich kein Problem werden. So, dann mal hinterher. Ja, die Spuren, die kann man natürlich sehr leicht sehen. Das wundert mich, dass es jetzt nicht im Feuer lag. So, schauen wir gerade mal, ob wir da eine Score für haben. Nein, haben wir nicht. Magen, na gut. Blacktail Deer. Mission Breaking Ice completed. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ach, guck mal, dann hat es sogar gereicht, dass es ein weibliches war. Ja, ich hatte jetzt gedacht, dass wir einen männlichen benötigen. Weil halt Hirsch, naja, wobei. Nee, gut, super. Dann haben wir doch die eine schon mal abgeschlossen. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder Richtung Norden. Und ja, dann gucken wir da einfach mal weiter. Also, Laufen ist sowieso verkehrt, deswegen gehen wir hier mal so ein bisschen so einen kleinen Waldspaziergang und warten mal auf die nächste Spur bzw. auf das nächste Geräusch. Und dann gucken wir einfach mal. Also ich würde ganz gerne im Laufe dieser Aufnahme, ihr wisst ja, ich mache immer so 15-20 Minuten pro Folge und zwei Folgen derzeit noch am Tag. Kann aber sein, sobald ein neues Let's Play rauskommt, dass ich da dann auch erstmal auf eine Folge gehe. Und weil das Let's Play hier wird halt schon ein bisschen länger dauern. Also da wird jetzt kein absehbares Ende sein, sodass ich jetzt sagen kann, ich hau hier 4, 5 Folgen am Tag raus. So viel kriege ich nämlich immer gerade hochgeladen. Da ich jetzt aber immer noch nebenbei Rayman und bald dann in Kürze auch F1 2013 beziehungsweise Fußballmanager oder was halt noch sonst noch so kommen kann, dazu kriege, muss ich auch so ein bisschen immer auf Vorrat machen. Und ich denke mal, mit 2 Folgen am Tag ist das ein guter Kompromiss. Ihr wisst ja, immer um 13:30 und um 18 Uhr kommen die Folgen raus. Und ich denke mal, das ist auch derzeit noch ausreichend. Wie gesagt, wenn was Neues dazukommt, dann wird es dann erstmal nur eine Folge am Tag geben, aber ich werde es dann alsbald dann wieder auf 2 Folgen aufstocken. Aber das werdet ihr dann ja selber sehen. So, wir gucken mal, hier vorne ist gleich eine Lichtung. Da müsste dann auch der Hochsitz eigentlich kommen. Ja, das machen wir natürlich auch noch, dass wir uns dann irgendwo in der Dämmerung, das ist halt so dieses, der klassische Jäger, der streut Futter aus, setzt sich dann im Dunkelwerden oder am besten schon vorm Dunkelwerden, setzt er sich dann eingemummt auf seinen Hochsitz und harrt aus. Sowas können wir sicherlich auch machen, indem wir hier dann einfach Futter auslegen. Wenn wir uns das leisten können, von den Punkten her, die wir bekommen für die Mission. Und dann ja, setzen wir uns auch einfach hin mit einer Büchse und natürlich auch einer Tröte, damit wir halt die Tiere dann auch so ein bisschen noch zusätzlich neben dem Futter anlocken können. Und dann werden wir einfach mal abwarten. Also das wird sicherlich auch noch kommen.
Jetzt bin ich aber derzeit halt so ein bisschen aus, diese Missionen abzuschließen. Ich glaube, wir haben 8 von 130 Missionen dürften es sein, abgeschlossen. Also da kommt noch allerhand auf uns zu. Ist aber auch, muss ich sagen, wirklich sehr vielseitig. Und deswegen geht das eigentlich ganz gut von der Hand, das Spiel. Also ich hatte schon Spiele, wo ich dann doch, die jetzt, ich sag mal, nicht so actionreich waren. Und wo man sich dann einfach durchquält und hofft, dass es dann irgendwann ein Ende nimmt. Das finde ich hier jetzt gar nicht. Ich spiele jetzt zwar nicht so oft, also ja, alle 2, 3 Tage mal eine Aufnahme. Aber ich hatte jetzt noch nicht so den Eindruck, dass ich da jetzt, oh ja, musste machen. Also ich finde es schon wirklich sehr interessant, weil auch die KI wirklich sehr hoch ist. Man muss wirklich aufpassen. Und wenn ich nicht täusche, habe ich da hinten was gesehen, ne? Aber kann ja nicht sein, dass da was am Laufen ist, oder? Muss ich gerade mal gucken. Irgendwo hier hinten, als wäre da irgendwas so von links nach rechts gelaufen. Da habt ihr jetzt den Vorteil, dass ihr einfach zurückspulen könnt. Ich leider nicht. Aber wir können da einfach mal so in die Richtung hingehen und schauen mal, ob das, was auch immer es war, ob es da Spuren hinterlassen hat. Kann auch sein, dass ich mich täusche oder das war gerade. Ach nee, guck mal, da haben wir sogar Spuren. Sogar mehrere. So, gucken wir mal, von welchem Tier die stammen. Oh, ein flüchtender Schwarzwedelhirsch. Ja, Schwarzwedelhirsch hatten wir schon. Brauchen wir eigentlich nicht. Ich gucke hier vorne links nochmal, aber das deutet darauf hin, dass das auch so eine ist. Nö. Also ist schon ein Hirsch, aber in eine andere Richtung und auch nicht laufend. Aber wie gesagt, brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Oh, das war ein Roosevelt-Wapiti. Genau, das sind nämlich diese Wapitis. Das kommt vom Osten. So, bei denen weiß ich gar nicht, ob man die auch so anlocken kann mit der Tröte. Ich will es aber nicht riskieren. Also, wir gehen mal in die Richtung. Halten dann auch noch Spuren Ausschau, aber das Geräusch hörte sich jetzt schon ganz, ganz anders an. Also wir brauchen ja auch 3 Spuren, müssen einen sichten und einen erlegen. Das sind so die 3 Quests. Das sind sogar 3 verschiedene und nicht in einer Mission. Also da können wir richtig absahnen. So, irgendwo hier, wahrscheinlich noch ein paar Meter weiter. Da kam das Geräusch her. Und es hörte sich ziemlich nach einem Weibchen an, ne? Also da kommen wir jetzt mit unserer Pfeife sowieso nicht weit. Damit locken wir eher Hirsche an. So. Also von hier irgendwo müsste das kommen sein. Wir können ja mal ganz kurz so ein bisschen durchs Fernglas schauen. Muss hier mal gerade wieder so ein bisschen eine Einstellung vornehmen. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ignoriert er das einfach. Ja, jetzt ist es wieder besser. So. Aber ist nichts zu sehen. Ich muss hier gerade mal Glas wegstellen. So. Deswegen gehen wir mal weiter.
Schau grad mal, wir sind jetzt. Ja. Nee, gut, gucken wir mal weiter. Also es muss eigentlich von hier irgendwo gekommen sein. Wenn ich mich nicht täusche. Ach guck mal, da haben wir auch schon eine Spur. Ja gut, ich würde mal sagen, wir machen hier ein kurzes Päuschen. Schauen uns die Spur dann an. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also ich möchte erstmal nochmal auf Nummer sicher gehen, ob das dann auch der Wapiti-Hirsch ist, den wir eben auch schon hatten. Ja, sieht so aus, ne? Nein, ist ein Schwarzwedelhirsch, das ist ja super. Dann gehen wir mal. Ach, guck mal, wen haben wir da? Oh, und ich habe vergessen nachzuladen. Oh, 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 oh. So, gucken wir mal. Was haben wir hier? Na komm, zeig uns schon an, was wir hier haben. Das ist ja super. So, ich will es jetzt aber auch nicht verscheuchen. Wo ist es denn jetzt? Es müsste ja eigentlich hinter diesem Baum sein, irgendwo. Versteckt es sich einfach. So, kriegen wir hier mal so ein bisschen rum. Ah, guck mal, da haben wir's. Und das ist ein. Na komm, sag schon. Der will uns das nicht anzeigen. Na? Ein Schwarzwedelhirsch. Das ist der, den wir eben gesehen haben. Okay. Ich würde sagen, den Hirsch, den lassen wir einfach da. Der wird jetzt eh gleich weglaufen. Na komm, lauf schon weg. Ja, hier. Und? Können wir es nicht irgendwie verscheuchen? Komm, kusch. Kusch, kusch. Und? Und? Da hüpft es weg. Gut, ja, wie gesagt, wir gucken in der nächsten Folge dann mal nach diesen Wapiti-Hirschen und da würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid, hier bei Lehrer Let's Plays und The Hunter 2014. Bis dann.